Flüchtlingskrise und internationale Freundschaften waren die zentralen Themen beim Neujahrsempfang der Stadt Mechernich. Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick sprach in der Aula des Gymnasiums am Turmhof vor fast 500 Gästen, darunter Landrat Günther Rosenke, der Landtagsabgeordnete Klaus Fussem, die Bundestagsabgeordneten Helga Kühn-Mengel und Detlef Seif sowie Verantwortliche der Communio in Christo und der Bundeswehr. Musikalisches Rahmenprogramm gab es von Günther Hochgürtel. Warum tust du dir das an, fragen mich die Leute schon, wäre langsam an der Zeit nach Haus zu gehen. Sich mal um den Garten kümmern und um den Enkelsohn, und doch muss ich weiterziehen, ja, ja, und doch muss ich weiterziehen. Ja, ihr seid doch nicht warm, ne? Ich merke das nicht. Ich habe das übrigens letzte Woche in einem Taubstubenhang in der Südukraine gesungen. Ne? Da war ich schon mehr gebacken. Ne? Also. Das Jahr 2015 stand in Mechernich wie überall in der Republik im Zeichen der zum Teil unkontrollierten Zuwanderung aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten, aber auch aus wirtschaftlich und entwicklungspolitisch über Jahrzehnte sträflich vernachlässigten Regionen dieser Welt. Eine Entwicklung, die allgemein unter dem Begriff Flüchtlingskrise subsumiert. Über 400 Menschen musste die Stadtverwaltung Mechernich 2015 zusätzlich zu den bereits aus den Vorjahren hier wohnenden 140 Flüchtlingen unterbringen und versorgen. Eine logistische Meisterleistung, die ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht zu bewältigen gewesen wäre. Ihnen darf ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken. Mit Ihrem Einsatz setzten und setzen Sie ein besonderes Zeichen menschlicher Solidarität und christlicher Nächstenliebe. Danke der Bundeswehr und der Bundesimmobilienanstalt der RIMA durch die mietfreie Überlassung der Bürogebäude der ehemaligen Kfz-Staffel und der Peterheide konnten wir immerhin fast 80 Menschen dort unterbringen. Dadurch konnten wir die ansonsten manchmal auch sehr teure Anmietung von privatem Wohnraum auf ein überschaubares Maß beschränken. Als unsere Bundeskanzlerin den viel diskutierten Satz „Das schaffen wir“ aussprach, hatte sie, wie viele von uns, ausgehend von Bundeskanzlerin Angela Merkels „Wir schaffen das“, warf Bürgermeister Dr. Schick einen Blick auf künftige Aufgaben für die Gesellschaft. Dabei ginge es nämlich nicht nur um schutzsuchende Kriegsflüchtlinge, sondern auch um Wirtschaftsflüchtlinge, die aus der Armut in Afrika und Asien nach Europa kommen wollten. Heute erleben wir erst die Anfänge, denn die Völkerwanderung der Armen und Perspektivlosen wird die eigentliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts für unsere westlichen Wohlstandsgesellschaften werden und in ihrer Dimension die Kriegsflüchtlingsproblematik schon bald an den Rand verdrängen. Auch wenn ich ein Patentrezept habe, eins weiß ich ganz bestimmt: Durch Abschottung wird das Problem großer Flüchtlingsströme, Kriegs- oder Wirtschaftsflüchtlinge nicht gelöst. Solange große Teile der Menschheit in Armut und Perspektivlosigkeit leben, solange wird es Krieg, Terror und Hass geben. Und solange werden auch wir in den reichen Industrieländern nicht ungeachtet der weltweiten Armut und Ungerechtigkeit in Sicherheit leben können. Ich fürchte, Wegguppen, Grenzzäune und Wachmannschaften werden die Situation alleine nicht bereinigen. Anstatt auf Grenzzäune baut die Stadt Mechernich auf freundschaftliche Beziehungen, wie zur französischen Partnerstadt Nyon und vielleicht auch bald mit einer polnischen Partnerkommune. Verehrte Gäste, viele von Ihnen wissen, dass die Stadt Mechernich seit mehreren Jahren freundschaftliche Kontakte mit der polnischen Stadt Skarszewy, südlich von Danzig, hat. Unser Bürgermeister Jacek Pauli war mit einer kleinen Delegation anlässlich unserer 40-Jahr-Feier gemeinsam mit Pierre Comte, dem Lyonser Kollegen in Mechernich. Die Communio in Christo ist Initiator der Kontakte und unterstützt unsere Verbindung von Anfang an. Erste sehr erfolgreiche Jugendaustausche hat es bereits gegeben. Eine Jugendgruppe von der Hauptschule Mechernich war vor 2 Jahren in Skarszewy
und im letzten Jahr bei einer Schülergruppe von dort in Mechernich zu Gast. Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich gegründeten Freundeskreis Mechernich-Sitter-Scherre, der Vorsitz von Günter Schulz, möchte ich im Rat der Stadt Mechernich in Kürze vorschlagen, einer offiziellen Städtenpartnerschaft Mechernich-Sitter-Scherre zuzustimmen. Ein gutes Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kalten Krieges könnten auch wir in Mechernich einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das schwierige Miteinander mit unseren östlichen Nachbarn auf die gleiche Grundlage gestellt wird wie die deutsch-französische Freundschaft. Et pour toi, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Il y a tantôt maintenant que ma vie n'a d'importance que vers une fleur qui rance sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important. Im Anschluss an den Neujahrsempfang hatte der Bürgermeister seine Gäste zum Umtrunk in das Foyer des Gymnasiums eingeladen. Für die Bewirtung sorgte die Weltjugendtagsgruppe der Pfarre St. Johannes Baptist, die sich mit solchen Aufträgen ihre Reise zum nächsten Weltjugendtag finanziert. Der Gäste nutzten den geselligen Teil des Neujahrsempfangs, um sich in kleineren Gruppen auszutauschen. So kamen Vertreter aus Politik, Kunst, Sozialwesen und Wirtschaft zusammen. Mit ihren Netzwerken und Ideen können sie 2016 viel bewegen. Mit den Worten von Bürgermeister Dr. Schick: Es wird vielleicht nicht einfach und es gibt auch keinen Grund, die rosarote Brille aufzusetzen, aber gemeinsam werden wir es schaffen.